meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar wurde ich ganz oft gefragt, ob wir mal die Babyfood-Challenge machen können. Und deswegen habe ich mir heute zwei richtig, richtig klasse Menschen besorgt. Und zwar lacht diese eine Person schon im Hintergrund. ja, es geht hierbei um Felix und meine Schwester Marlies. Und hier sind sie auch schon. Ja, ich würde euch einmal kurz erklären, wie das Ganze so ablaufen wird. Und zwar haben wir uns 4 Gläschen besorgt. Also wir beide, also meine Schwester und ich haben vorhin 4 Gläschen gekauft. Hier haben wir noch 2 andere. Die sind übrigens schon heiß. Oh, haha, heiß. Ja, und zwar sind es 3 Hauptgerichte und ein Nachtisch. So viel können wir euch schon mal verraten. Und ja, wir wissen jetzt, was drin ist, aber wir werden gleich trotzdem der Person, die dran ist, die Augen verbinden. Und dann muss diese Person erraten, welches von den 4 Gläschen das denn sein wird. So, meine Lieben, und wir starten mit Felix. Wir machen das aber so, dass nicht jetzt er alle probieren muss, sondern er jetzt eins probiert. Dann ist der nächste dran, der probiert auch irgendeins. So, dass am Ende jeder mal alle probiert hat. Genau. So, komm her, sag Lebewohl. Ihr müsst dafür wissen, ich esse im allgemeinen Leben kaum was und jetzt muss ich sowas essen. Ich werde leiden. Er ist so ein armer Junge. Stell dich nicht so an. Ja, echt. Denk an die Babys, die sie jeden Tag essen müssen. Marlies, suchst du jetzt schon mal ein Gläschen aus, was sie jetzt gleich Felix zu speisen geben wird? Ja, ich habe mich entschieden. Und zwar das. Genau, zeig es mal so schön, dass ich es sehe in die Kamera. Pass auf, das ist so verpixelt jetzt. Genau so. Wie viele Finger zeige ich? Ist voll flüssig. 3000. Oh! Aber es riecht voll gut, oder? Muss hier also es riecht voll nach Babyessen. Aber echt nicht viel, ja? Riech mal. Komm, das riecht nicht so schlecht. Das riecht nach Steak. Oh, das kann ich mir voll lecker vorstellen. Guck dir das mal an hier. Lecker, lecker. Wollte ich auch noch erraten, was da drin ist? Ja, du musst erraten, was das für ein Gläschen ist, was da alles für Zutaten drin sind. Ja, habt ihr gehört? Also er muss erraten, was das für ein Gläschen ist, nämlich dieses hier, ihr wisst es ja jetzt. Und was da so alles drin ist. Das sehen wir hier vorne auf dem Bild und könnt ihr auch hier lesen, also was da alles drin ist. So, Marlies. Was? Ich würde sagen, du kannst Felix einmal füttern. Ich hoffe, das ist nicht zu heiß. Felix, mit einer kleinen Spitze. Mit einer kleinen Spitze einmal. Ihr lacht schon so hell. Nein, die nimmt wirklich nur ein bisschen. So, also wir nehmen wirklich nicht viel, ne? Das ist echt minimal. Da oben ist die Kamera. So, genau, bitte, wir nehmen echt nicht viel. So. Bitte mach das nicht klar. Besonders schaut den Mund auf. Let me right. Da, wie schmeckt es? Mal probieren. Nee, ich hab schon probiert. Da war doch gar nichts wirklich drauf. Ja, echt, aber fast gar nichts. Ich hab da geschmeckt. Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Was hast du denn geschmeckt? Brei. Aber was hast du geschmeckt? Okay, da muss aber noch mehr. Ja, stimmt, du musst noch mal probieren. Wir haben gesagt, wenn niemand war, wer nichts weiß, dann muss man mal probieren. Also, schau dir mal auf. Weißt du jetzt mehr? Kartoffeln. Okay, das ist schon mal richtig. Ein richtiger Punkt. Noch was? Möhren. Möhren? Meistens sind da Möhren drin? Ja. So, die nächste ist Marlies. Ich verbinde jetzt die Augen und Felix sucht sich jetzt ein Gläschen aus. Nein. Doch. Warte, ich möchte das mit dir abstimmen. Okay. Na, du kannst jetzt mal gucken, was ist deine Meinung nach. Deine Meinung nach und dann fragst du mich, ob ich das... Also, Felix hat sich für dieses Gläschen hier entschieden. Das heißt, das gibt es jetzt für meine liebe Schwester. Ich hasse euch jetzt schon. Und willst du sie füttern oder ich? Mach du. Oh, ich bin sowas nicht gewohnt. Oh, das ist zu viel, zu aufregend. Also, so sieht das Ganze aus. Das ist richtig, richtig lecker. Also. Wie so ein Fütterer. So, Mund auf. Nom, nom, nom. So, probieren. Was ist da drin? Ich hab gleich so Angst, wenn ich dran bin, ne? Können wir mich weglassen? Weil ich bin hier der Fütterer. Kartoffeln? Ja. Noch irgendwas?
Das ist so verrückt, also, dass mir das nicht schmeckt. Also, ich will es ja gleich selber rausfinden, aber. Ach, das ist einfach. Wir sollen noch probieren. Nein! Komm, das ist doch echt nicht so schlimm. Das riecht überhaupt nicht schlimm. Das ist widerwärtig. Das riecht überhaupt nicht schlimm. Gamali, was ist noch drin? Du hast nur zwei Sachen, die du erraten musst. Genau dasselbe, wie Felix gerade bekommen hat. Genau! Simmel, simmel, simmel! Okay, du darfst aussuchen, okay? Ihr seid alle einfach Arschlöcher. So, ich verbinde mir jetzt die Augen und die beiden dürfen sich jetzt aussuchen. Alter, ich hab so Angst, ne? Können wir nicht einfach kurz stoppen? Das Video ist jetzt beendet. So, komm, wir gehen. Ich hätte keine Lust mehr drauf. Oh mein Gott. Alter, ich hab... Nein, komm bitte! Ich hab so Angst, Alter! Rühr es aber nochmal um, essen wieder ein neues Gläschen. Jetzt ja alles schön umrühren, sonst ist das ganze Wasser oben. Boah, der hat verschissen. Alter, ich heul gleich, ja. Ich bin voll, ich bin voll. Oh. Boah, ist euer Ernst. Alter, ich hab so Schiss. Boah, Sabani, boah, ich komm gleich. Boah, Sabani. Boah, ich sowas früh gegessen habe, Alter, ey. Also auf jeden Fall Karotte. Also ich habe das gerade gesehen und ich möchte gerade runtergehen. Boah, ich möchte nicht mehr. Es ist so eklig. Ich habe das gesehen. Wollen wir uns das echt noch antun? Ja. Aber ich hab gerade das gesehen. Das ja, ist okay, Schatz. Ich möchte das nicht. So, da ist auf jeden Fall Karotte drin, ne? Und Kartoffel. Nein. Da waren so riesen Stückchen drin, Alter. Nein, gar nichts von allem. Was? Keine Karotte? Doch, Karotte schon. Da ist es aber das, was Felix gegessen hat. Nein. Hä? Aber das andere ist doch, der Karotte auf jeden Fall. Mhm. Und Kartoffel auch. Nein. 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 Es ist ab 8 Monaten. Das ist Putenkram. Pute? Im Essen ist Pute drin? Ja. Wo ist Pute drin? Und noch eine Sache. Reis, stimmt, oh, stimmt, das sind so Reisklößchen drin. Aber ich hab einfach so runtergeschluckt. Boah, ist das eklig. Boah, das ist wirklich abartig, ey. Wir haben das mal schon gesehen. Das ja, ist, komm. Warte, der Löffel muss raus. Aber bitte nur ganz, ganz wenig, ja. Ich bin echt empfindlich. Warte, er bekommt davor nochmal ein Gummibärchen. Nee, ich will gar nichts mehr essen. Gut, weiß, wir müssen uns eins aussuchen. Habt ihr es überhaupt gerade in die Kamera gezeigt? Ja, ich. Ja. Sehr gut, dann wollen wir das sehen? Oh, ihr seid jetzt schon so assig. Okay. Ist, ich habe gehört, der Deckel war noch auf. Ey. Wir nehmen das hier. Das ist bestimmt das, was du hattest. Das will ich nicht. Zieht euch die Panik von Felix an. Also, wir nehmen das. So. So, Mund auf. Ich mach, ja. Ja. Hände weg. Das ist voll lecker. Guck. Hab ich mit Anfang gesagt. So, was ist das? Fruchtig irgendwas. Fruchtig irgendwas. Habe ich auch schon mal gegessen. Fruchtig auch? Hatte ich schon mal gegessen. Aber nicht so viel. Ja, ja. Was ist da drin? Apfel. Ja, sehr gut. Ist das so eine Art Apfelmus? Ja. Keine Ahnung. Muss er noch mal essen? Der muss noch mal essen. Ja, ich werde das nicht herausfinden. Doch, du musst noch mal essen. Arm und auf. Wir müssen so einen mini-Schluck nehmen, ne? So, wir können Lappen mal sauber machen. So, Schatz, was ist das? Also, es schmeckt wie dieses von True Foods, wer das kennt. Ist das schon mal gut? Ist das schon mal richtig gut? Aber Drachenfrucht wird da nicht drin sein. Banane. Ja. Oh, Marlies. Ich hab so mega Schiss vor dem da, was du hattest. Oh, das ist so richtig abartig. Wer hat mir was ins Ohr geschmiert? Ich hab was im Ohr. Also, das ist mal... Die Marlies ist dran. Ich würde sagen, immer Augen zu. Okay. Nein, scheiße, ich weiß nicht. Okay. Weiß die Reihenfolge. Warte, ich stopp deinen Arm. Das hast du aber hingeguckt. Scheiße, okay, ich such dir irgendwas aus. Lieben, ich zeige euch das einmal. Ich zeige euch das einmal, damit ihr das schön seht. So, durch das mal an hier. Mmh. Lecker. Lecker. Willst du auch mal riechen? Hier. Eine ganze Nase rein. Mund auf.
also das, was du hattest mit Pute und so. Ja. Oh. Ich fühl mich so frisch. Cool. Habt ihr meinen Löffel gefunden? Dein Löffel liegt da. Ich hab so Angst, ey. Oh mein Gott. Mein Herz. Alter, hast du in die Kamera gezeigt? Oh. Nee, mein Arzt gerade ist aufgeschraubt. Also. Das bekommt mehr Energie jetzt. So, dann rührst du erstmal um. Oh, das ist nicht euer Ernst, ne? Okay. Das ist nicht euer Ernst. Darf ich mal riechen wenigstens? Einmal riechen, ey. Das ist gleich von eben, sind genauso. Na, mal sehen, ne? Boah, Alter. Jedenfalls sieht das boah, aus. Boah, Alter, ich hab das Gefühl, so, es reicht. Ich mach ja auch mal so ein Gläschen hier. Kost einfach. Aber wo ist denn du? Mit komm, ein Schluck und das ist weg. Boah! Alter, diese Konsistenz, ja! Das ist so richtig klumpig, so richtig so. Und wenn du das mit Nuss auf der Zunge hast, ist es so richtig sandig, so richtig so. Oh. Ja, was ist es? Karotte? Und? Karotte. Da bin nur noch eins mit Karotte und was ist es mit Karotte und Kartoffel? Hm. Boah, ist so abartig. Kartoffel, ja. Aber nicht, das war noch nicht alles. Nee, noch irgendwas? Mhm. Eine Karotte und Kartoffel, oder? Noch zwei Sachen. Boah, ist aber. Na, eine noch. Ja. Eine. Ist das mit Hackfleisch? Ja. So, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hier sind alles voller irgendwelchen Gläschen. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt die Kackshow! Bis zum nächsten Mal!